Ja, herzlich willkommen hier bei diesem wunderbaren Angebot für dich, wenn du selbstständig bist. Jetzt gerade war ich nicht so sichtbar. Aber Sichtbarkeit ist ja ein Thema für die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das auch selbstbewusst zu tun und Sichtbarkeitsblockaden an der Wurzel aufzulösen, darum geht es hier. Genau, was sind Sichtbarkeitsblockaden, die auf energetischer und emotionaler Ebene stattfinden. Das kann sich so äußern, dass du bist selbstständig, du weißt, was du tust, du weißt, du hast ein tolles Angebot, du kennst deine Kunden, du weißt auch, wo die Kunden sind und du willst regelmäßig rausgehen mit deinem Angebot, du willst posten, du willst vielleicht auch Live-Videos machen oder Reels, vielleicht auch regelmäßig bloggen und dann machst du das vielleicht so eins, zwei, dreimal? Ja, und dann tust du es wieder nicht. Oder du tust es, aber es ist unglaublich anstrengend. Da ist nichts mit Leichtigkeit. Du fängst an aufzuschieben und mit der Zeit wirst du eben immer unzufriedener, immer unsicherer und damit auch unsichtbarer. Woran liegt's? Ja, das liegt daran, du machst es nur halbherzig und es gibt verschiedene Gründe oder verschiedene Faktoren, die dich auf dieser ja, emotional-energetischen Ebene zurückhalten können. Es können zum einen vergangene Erlebnisse sein, es können sein Ängste, Angst vor Versagen, Angst vor Ablehnung, Angst vor Misserfolg, aber auch Angst vor zu viel Erfolg. All das kann dich zurückhalten. Dann kann es sein, dass es gewisse Familientraditionen gibt, gewisse Muster in deiner Familie. Also wenn zum Beispiel dein Großvater selbstständig war und er ist damit gescheitert, dein Vater war selbstständig und ist damit gescheitert, ja, da liegt es nahe, dass du geneigt bist, unbewusst genau dieses Muster zu wiederholen und dich natürlich dann entsprechend zu verhalten. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist es die Auswirkung des Kollektivs, also dass zum Beispiel wir Frauen ja, die letzten Jahrtausende schon immer um unseren Platz kämpfen mussten, um sich zu zeigen. Es gab Zeiten, da wurde man als Frau verbrannt, wenn man heilerisch tätig war oder wenn man vielleicht auch seine Meinung gesagt hat. Und ja, dieses wirkt auf einer energetischen Ebene wohl immer noch. Und das kann wirken, das muss aber nicht. Jedenfalls nicht solange du an dir arbeitest. Genau. Was auch noch ein großer Faktor ist bei diesem ganzen Thema, ist es, dass du im Gedankenkarussell mitfährst, dass du dich in einer so einer Spirale aus negativen Gedanken befindest und da gar nicht weißt, wie komme ich denn da wieder raus. Ja, das kann angestoßen sein durch einen, oh, was sollen die Leute denken? Ja, oder die Nachbarn oder die, keine Ahnung wer, ne, wenn du da rausgehst oder die früheren Schulkameraden. Wenn du das so anbietest, was du gerade anbietest. Genau. Mit diesem Angebot, selbstbewusst sichtbar, dein energetischer Boost für mehr Sichtbarkeit, richte ich mich an, ja, Selbstständige, an Solounternehmerinnen, die gerne auf dieser Ebene an ihrer Energie arbeiten wollen. Denn ja, wenn du auf energetisch-emotionaler Ebene aufräumst und da klar und kraftvoll bist, dann kann dich auch in der realen Welt fast nichts mehr aufhalten. Genau, wir arbeiten an der Energie, anstelle davon, dass wir mit noch mehr Anstrengung und noch mehr vielleicht Geld in Werbung zu investieren und auszugeben. Da arbeiten wir an der Sichtbarkeit, damit deine Energie klar bei deinem Lieblingswunschkunden ankommt und du auch genau so selbstbewusst strahlen kannst, wie du das möchtest. Genau. Dieses Angebot, es ist ein 1:1 Coaching, das wir online machen. Es dauert zwischen 60 bis 80 Minuten. Du bekommst vorher einen Glaubenssätze-Check und einen Fragebogen, damit wir auch in der Session effektiv arbeiten können. Und ich bin sicher, wir werden, weil wir ja da sicherlich das eine oder andere auflösen werden, werde ich dir im Anschluss die Aufzeichnung von dieser Session zukommen lassen, damit du auch selber nochmal
na, wiederholt nochmal dran arbeiten kannst und vielleicht auch selber nochmal das eine oder andere auflösen kannst. Genau. Dann bleibt es jetzt mir zu sagen, lies dir genau durch, fühle rein, ist es was für dich oder nicht, und dann sehen wir uns vielleicht auf Zoom. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag.